Hallo meine lieben Löwen, diese Legung ist speziell für euch, für eine bestimmte Situation aus eurem Leben. Da wollen wir in die Vogelperspektive gehen und aber auch gleichzeitig in die Tiefe, um zu verstehen, okay, was verbirgt sich dahinter, wozu ist sie notwendig in meinem Leben und wie komme ich dahin? So, wenn dir meine Arbeit gefällt, abonniere meinen Kanal, like dieses Video, kommentiere es, folge mir auf Instagram und unterstütze mich mit deiner Spende, deiner Wahl. Den PayPal-Link findest du unten in der Beschreibung. Okay, los geht's. Ich bin Xenia, das Funky Russian Girl, und ich möchte gerne mit dir in deine Karten schauen, mein lieber Löwe. Was geht ab? Fülle, mein Schatz. Du willst Fülle. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Da kommst du in deine Wertigkeit, in deine Kraft und sagst, ich habe die Fülle verdient. The Emperor, der Herrscher, wow. Also Löwe, du bist ganz in deinem Element, sehe ich gerade. Das ist sehr witzig. Das Thema Fülle. Dann haben wir was im Bewussten, im Klaren, im Hellen ist. Wir haben den Herrscher. In dieser Legung ist es the Anchor, also alles sehr bestimmend, erobernd. Und im Schattenbereich haben wir Leere. Das kann sein, dass das Leben dich vielleicht in die Situationen gerade drängt, wo du alles verlierst. Und durch die Leere möchte dir das Leben nochmal aufzeigen, was eigentlich wirklich Fülle bedeutet. Vielleicht hast du gedacht, dass Fülle bedeutet ein volles Konto. Dass Fülle bedeutet voller Bauch. Ich meine, na, satt zu sein, Dach über dem Kopf ist alles notwendig. Aber du stellst gerade fest, oioioi. Und vielleicht wirst du gerade durch die Situationen aufgefordert, in deine Herrscher, in deine König der Tiere, Rolle reinzukommen, um wirklich zu herrschen und dir tatsächlich deine Fülle zu erobern. Aber wir haben hier im Verborgenen Leere. Du sollst ins Ungewisse springen. Das ist dann der Schlüssel für dich. Das ist der Schlüssel für den Löwen. Dankbarkeit. Dankbarkeit segnet dein Herz und macht das Leben kostbar. Schau mal, ich würde mal sagen, du lernst gerade Fülle auf eine neue Art und Weise. Vielleicht wirst du im Außen gerade aufgefordert, alles zu tun, noch richtig loszulegen. Vielleicht wird auf allen Fronten abverlangt, und aber hinter den Kulissen möchte dich eigentlich das Leben so ein bisschen entleeren, damit du endlich mal das neue Leben genießen kannst und die Fülle auf einer ganz neuen Ebene erfahren kannst. Und wenn du vielleicht vor einer Entscheidung stehst, ob du es tun sollst oder nicht, dann sagt dir die Karte Sprung ins Ungewisse. Ich würde mal sagen, du kannst diesen riskanten Schritt in deinem Leben machen, weil ich glaube, es wird dich zu Erlebnissen, zu Erfahrungen in deinem Leben führen, die du zuvor noch nie erlebt hast. Und ich glaube, du willst aber Abenteuer im Leben. Ja, du hast dich vielleicht zu sehr in irgendwelchen alten Sachen verstrickt und du willst Abenteuer. Und am Ende, egal was dir im Leben passiert, der Schlüssel zu einem glücklichen Leben ist Dankbarkeit. Für alles glücklich zu sein. Und wenn du gerade vielleicht deine Fühle auch genommen wirst und auf allen Fronten richtig, sag mal, gefickt wirst und vielleicht nicht mehr weiß, wohin mit dir und warum du, dann möchte das Leben sagen, sei dankbar dafür. Vielleicht magst du es jetzt noch nicht sehen, aber später wirst du es alles verstehen, weil wir kennen das alles, ne? Wir blicken zurück auf die Situation, wo wir früher dachten, oh mein Gott, wie überlebe ich das? Und dann blicken wir zurück und denken, oh Gott sei Dank ist mir das passiert. Und dann
ertappen wir uns selber bei dem Wort und sagen, oh mein Gott, das hätte ich nie gedacht, dass ich über die Situation sowas überhaupt sagen werde. Das heißt, mein lieber Löwe, alles ist gut. Im Hintergrund möchte man, dass du dich von gewissen Sachen trennst, sei es jetzt tatsächlich im physischen oder mentalen, emotionalen, irgendwelchen Altlasten, vielleicht ein neuer Start, was auch immer. Umgebung wechseln, ja, Menschen aussortieren aus dem Leben und auf jeden Fall für alles, 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 alles dankbar sein im Leben. Und wie kann, ja, und tatsächlich kann das sein, dass du vielleicht mit diesem Sprung ins Ungewisse ist gemeint, ins Ungewisse ist gemeint, dass du dich mit dieser Dankbarkeit für die Dinge eigentlich für ganz neue Dinge entscheidest. Das heißt, du quasi mit diesem, weil das Leben drängt dich durch die Lebensumstände so nah an die Wand, dass du sagst, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und du kämpfst die ganze Zeit. Und das Leben sagt aber, nimm es doch an, nimm das an. Nimm das an, nimm das quasi, kämpfe nicht. Und dann wirst du erkennen, okay, ich bin dankbar dafür, was mir gerade passiert. Und dieser Schritt in die Dankbarkeit kann für dich Schritt ins Ungewisse sein, weil du das vielleicht zuvor nie wertgeschätzt hast. Du dachtest immer, du bist der Opfer und Dinge passieren dir, die passieren mit dir, aber die passieren für dich. Das heißt, hier gilt es tatsächlich, dem Schicksal und dem Moment der Situation zu danken und die anzunehmen. Und ich sag's dir, wenn du das getan hast, wirst du merken, wie erstmal auch der Stress nachlässt, dass du nicht mehr kämpfst, dass du sagst, okay, ich atme einen aus, ich muss hier nichts mehr tun, ich gebe mich hin. Und Hingabe ist eines der schönsten Dinge überhaupt. Und wenn du dich hingibst, merkst du, dass du dich nicht mehr anstrengen musst, dass du auf einmal alles bist. Weil beim Anstrengen, beim Kampf gibt es immer einen Gewinner und Verlierer. Und bei etwas Anstreben, immer versuchen, irgendwas zu erzwingen, was auch immer, man fokussiert sich nur auf das eine. Und wenn man sich aber hingibt, hat man alles. Das heißt, du wirst eigentlich dadurch noch reicher. Also mein Schatz, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Schlüssel für dich. Mein lieber Löwe, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Dankbarkeit ist der Schlüssel. Bis zum nächsten Mal, bis dahin. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vergiss nicht zu abonnieren und Like zu setzen. Bis dann, ciao, ciao.